Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Pawn Metroid Prime. Und wenn ich von Let's Pawn Metroid Prime rede, dann meine ich nicht das Spiel Metroid Prime. Indirekt ist es zwar schon betroffen, sondern den Endboss Metroid Prime in dem Spiel Metroid Prime. Ja, das mag jetzt vielleicht für die von euch, die das Spiel nicht kennen, etwas verwirrend sein. Nämlich heißt der Endboss in dem Spiel Metroid Prime Metroid Prime. Was ihr jetzt wahrscheinlich schon längst verstanden habt. Aber ich einfach zu doof bin und es ständig wiederholen muss. Auf jeden Fall habe ich mir überlegt, ich habe gerade Lust, den Boss umzuklatschen und ich habe Lust aufzunehmen, also mache ich es doch. Ich weiß nicht, ob schon irgendjemand anders bereits sein sogenanntes Let's Pawn oder so gemacht hat. Ich möchte jetzt auch nicht den Ball neu erfinden, es ist halt einfach. Ich nenne es jetzt so, weil ich einfach nur einen Endboss umhauen möchte. Für die Leute, die dieses Spiel nicht kennen: Ich bin Samus, eine weibliche Kopfgeldjägerin, die einige Missionen hat. Und in diesem Spiel ist halt mehr oder weniger die Mission, hier die ganzen Ursachen für radioaktives Material namens Phasen, das auf diesem Planeten gesichtet wurde, herauszufinden und Sachen wiederherzustellen aus ihrem Anzug und so weiter. Also die Story ist eigentlich nicht besonders ausgeprägt, es ist lediglich, naja, wie normale Metroid-Spiele halt. Durch die Level gehen, sich neue Items freischalten und mit diesen Items dann neue Wege eröffnen und durch den nächsten Level gehen, bis man am Ende den Endboss besiegt. In diesem Spiel haben wir von Anfang an diese Waffe hier, den Power Beam, man kann ihn auch aufladen, und man hat die Missiles. Außerdem habe ich mir, während ich das Spiel gespielt habe, noch den Wave Beam freigeschaltet. Der schießt solche drei wellenförmigen Dinge ab und aufgeladen sieht das so aus. Und ich gehe jetzt erstmal hier durch, bevor ich euch den Rest zeige. Hier geht es nämlich bereits zum Endlevel, wobei man das nicht wirklich Level nennen kann, das ist eher Einschlagskrater, ihr seht's, das ist, sind einfach zwei, drei Räume vor dem Endboss jetzt. Den habe ich mir quasi freigeschaltet, als ich alle anderen Sachen beendet habe und die ganzen Artefakte gefunden habe. Ein weiterer Beam, den wir uns freigeschaltet haben, beziehungsweise ich mir, weil ja, war ich dann nicht dabei, als ich das gespielt habe, ist der Ice Beam. Der kann einfrieren, wie ihr euch sicher denken könnt. Und noch der Plasma Beam. Der schießt relativ schnell und schießt solche Feuerstrahlen ab. Außerdem kann man die ganzen Schüsse auch noch mit Missiles kombinieren. Das heißt, Power Missile ist beim Power Beam. Wave Beam, ich weiß gar nicht mehr, wie der genau heißt, aber es ist so ein Blitzstrahl. Beim Ice Beam wird das zu so einer Eisrakete. Das seht ihr hier. Und bei dem Plasma Beam wird das Ganze zu einem Flammenwerfer, der relativ wenig Schaden macht. Die stärkste Attacke mit Abstand von diesen ist der Ice Beam. Und gemeinsam mit dem Power Beam ist im Verhältnis zum Schaden der Verbrauch an Missiles am geringsten. Allerdings werde ich hier nochmal kurz speichern, allein deshalb, damit ich meine ganzen Vorräte wiederherstelle. Denn es ist ein bisschen nervig mit. Ach, der stellt das gar nicht wieder her. Verdammt. Wie auch immer, dann werde ich ihn halt so besiegen. Ich habe schon relativ viel Missiles freigeschaltet. Es ist zwar kein 100% Spielstand, aber ich habe relativ viele Items, sagen wir es mal so. Mir fehlt auch nur noch ein Energietank. So, man kann die Welt übrigens mit unterschiedlichen Visors sehen. Das hier ist der Röntgenblick und das hier ist der Infrarotblick. Und der hier ist zum Scannen da, aber das braucht man gar nicht. Das hier ist der Kampf-Visor. In diesem Raum geht es quasi darum, nach oben zu hüpfen und die Gegner, die sich hier befinden und die einen töten wollen, natürlich entsprechend zurückzutöten. Allerdings werde ich mich den Gegnern nicht widmen, da diese Metroids, die hier drin sind, die sogenannten Spaltmetroids, sehr, sehr nervig mit normalen Waffen zu besiegen sind. Am besten besiegt man diese, indem man Powerbomben zündet. Allerdings habe ich davon nur eine bestimmte Menge. Da seht ihr schon den ersten Gegner. Den kann ich jetzt, sobald er an mich rankommt, hopp, 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 mit der ersten Powerbombe umhauen. Dann geht das am schnellsten. Eine besondere Eigenheit am Endkampf ist, dass dann nochmal solche Spaltmetroids auftauchen. Das heißt, ich möchte nicht zu viele Powerbomben verschwenden. Ich werde jetzt hier hinten, nachdem ich zwei weitere von diesen Spaltmetroids gepult habe, noch einmal eine Powerbombe zünden. Aber zunächst gehe ich hier rein, denn anscheinend erinnere ich mich richtig, hier kann ich meinen Vorrat aufstocken an Missiles. Dreh, dreh, dreh. Bzzzt. Hurra! Raketenvorrat vollständig wiederhergestellt. Das ist doch was Tolles. Auch wenn ich sie sowieso nicht brauchen werde im Endlevel. Aber egal. Hier geht's rein. Da ist ein Spaltmetroid. So. Der hat mich noch gar nicht richtig gesehen. Komm her, komm her, komm her, komm her. Los, komm her. Und stirb. Piu! Das war's mit dir. Ja, da kommt noch einer. Der kann mich im Arsche lecken. Stirb!
im Arsch lecken. Ich glaube, das hat irgend so ein barocker Lyriker mal geschrieben. Keine Ahnung. Ich glaube, in Götz von Berlichingen hieß dieses Buch. Unser grauenhafter Deutschlehrer hat uns das mal aufgetischt vor einigen Jahren. Schon wieder einer! Ich habe nur noch 3 Stück übrig. Mann. Ist ja grausam. So. Dieser Raum ist eigentlich ein Witz. Wahrscheinlich falle ich gleich runter, nachdem ich gesagt habe, dass er ein Witz ist. Aber hier muss ich kurz loslassen und mich direkt wieder festhalten, genau. Hier muss ich mich wieder kurz loslassen und... Ja, sage ich doch, ich fall runter. Hoch da. Danke. So. Und hier haben wir schon den Endboss. Sieht doch verdächtig aus nach einem ziemlich hässlichen Kopf. Ist es aber nicht. Ihr werdet gleich sehen, was es ist. Übrigens, diese schwarz-rote Suit, in der mein Charakter Samus jetzt drinsteckt, das ist die sogenannte Phasen-Suit. Die sieht richtig cool aus, meiner Meinung nach. Die beste Suit, die ich bisher in einem Metroid-Spiel gesehen habe. Und da seht ihr, es ist gar kein hässlicher, riesiger Kopf, es ist eine riesige, hässliche Spinne. Macht zwar keinen großen Unterschied, aber ist immerhin einer. Fall runter! Und natürlich kämpft sie hier nicht gegen uns, sondern sie verschwindet durch die Wand. Wir müssen hinterher rennen. Sie hat Angst vor uns, ganz offensichtlich. Ich war doch gerade in der Ballform, wieso steht Samus jetzt wieder? Egal. So, diese Spinne nimmt immer eine bestimmte Farbe an. Ihr seht, wenn die jetzt zum Beispiel lila ist, kann ich sie mit dem Plasma-Beam nicht verwunden. Ich kann sie nur mit dem Wave-Beam verwunden. Das heißt, das wollte ich gerade gar nicht. Ich will gar keine Missiles verschwenden von dem Wave-Beam oder vom Plasma-Beam, weil das einfach sich nicht lohnt im Vergleich zum Schaden. Ich kann mit aufgeladenen Schüssen, also mit dem Charge-Beam heißt das, in Fachsprache, sage ich jetzt mal, kann ich viel schneller den Schaden verursachen. Und somit... Na, der wurde reflektiert, weil es nicht die Augen getroffen hat. Und ihr seht auch, der Wavebeam hat die Eigenart, dass er verfolgt. Ich glaube, in dieser Phase muss ich lediglich hinten stehen bleiben. Genau. Ich habe es zwar mehr oder weniger verkackt gerade, weil... Na, ihr habt's gesehen. Ihr habt's gesehen. Ich bin nach vorne gegangen. Weil sobald man in den anderen Ebenen ist, muss man dann immer unter Metroid Prime hin... Ich habe mich mit meiner eigenen Power Missile abgeschossen. Wie peinlich ist das denn? Muss man immer... unter Metroid Prime hindurch, nachdem man eine bestimmte Menge an Schaden gemacht hat. Aber ich glaube, dass dieser nächste Teil jetzt kommt. Genau, sage ich es nicht. Weiter geht's! Ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe. Ich glaube nicht. Dieser Kampf ist relativ straightforward. Ich will jetzt auch nicht irgendwie behaupten, dass dieser Kampf anspruchsvoll wäre in irgendeiner Weise oder so. Ich mache das hier einfach nur zum Spaß und weil ich euch zeigen will, was für ein Skill ich habe. Ich habe nämlich keinen großen Skill. Ich habe eine Ewigkeit kein Gamecube mehr gespielt. Und auch generell nicht sonderlich viele Action-Spiele gezockt. Von daher bin ich auch einfach nicht mehr gut drin. Es gab mal eine Zeit, wo ich relativ gut drin war in solchen Spielen. Aber man sieht es ja auch an Sonic momentan. Ist es nicht unbedingt optimal, wie ich spiele. Allerdings habe ich jetzt endlich diese Input-Verzögerung in den Griff bekommen. Von wegen Aufnehmen. Ist eine ziemlich doofe Lösung, wie ich finde, denn ich muss jetzt... die Spiele in der Standardhelligkeit und mit dem Standardkontrast spielen, was ziemlich mistig aussieht. Aber im Endeffekt ist das für euch sowieso kein Unterschied, weil ich das Ganze im Videoeditor wieder raushauen kann. Also, das heißt, mein Skill dürfte sich ein klein wenig verbessern, hoffe ich zumindest. Diese nervigen Kollegen da werden regelmäßig von Metroid Prime abgeschossen und machen ordentlichen Schaden, wenn sie zu mir kommen. Das war nicht gut. Und sie droppen dafür aber auch Missiles, HP und ähnliches. So, dann gib mal her, Missile. Der Vorteil an diesem Charge-Beam, wenn ich meine Waffe auflade, ist, dass ich Power-Ups anziehe. Und da kommt wieder der nächste Teil von Metroid Prime Phase 1. Ach, jetzt habe ich schon verraten. Es gibt übrigens noch eine Phase 2, nachdem wir diesen Boss hier besiegt haben. Aber dazu kommen wir später. Ja, Riesenspinne. Macht Spaß. Na... Hier muss ich mich, glaube ich, wegboosten, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Ja. So viel zum Thema wegboosten. Das war nicht sehr erfolgreich, was ich hier gemacht habe. Ice Beam! Säure ist nicht gut. Die Ice Missiles hingegen gut. Pssiu! Stirb. Ihr seht, nach so einem Eisding ist es mehr oder weniger One-Hit, da geht er instant wieder rüber auf die andere Seite, beziehungsweise sofort. Ich fange hier an, halb Englisch zu reden, mit instant und so weiter, aber das macht sowieso jeder.
Oder machen relativ viele. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das jeder machen würde. Es gibt sicher irgendwen dann, hey Tom, das mache ich aber nicht, also macht's nicht jeder. Na, ein Nachteil am Plasma-Beam ist, er ist zwar extrem stark, aber dafür auch nicht unbedingt so zielfreudig, beziehungsweise trefferfreudig. Die ganzen Missiles, die ich abschieße, verfolgen und der Wavebeam verfolgt auch, aber der Plasma-Beam halt nicht. Und das ist von Nachteil. Weil so groß ist der Nachteil nur auch nicht. Übrigens, ich lasse das mal jetzt absichtlich geschehen, wenn ich mich von diesem Blitzlaser treffen lasse, dann ändert sich meine Sicht so komisch und ich kann nicht mehr anvisieren. Das ist relativ bescheiden, weil dann mein Blitz nicht mehr verfolgt und ich diese Augen von ihm relativ schwer nur treffe. Aber das ist nur am Rande wichtig. Und warten, 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 warten. Durch. Was passiert jetzt? Los! Powerbeam! Dann kommt die... Ups, das wollte ich nicht. Power Missile. Na, was mache ich denn jetzt die ganze Zeit? Dass ich mich immer treffe. Und... wieder. Mach! Nächste Phase, oder... Na, noch nicht nächste Phase, sondern... nächster Abteil dieser Phase. Jo. Lalalala. Mittlerweile langweilst du mich, Metroid Prime. Streng dich ein bisschen an. Mach ein bisschen mehr Attacken, die heftiger sind. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen, denn diese... Das muss ich unter ihm durchrollen, während die Dinger mich verfolgen. Uah. Nein, hier hinter. Und da ist ein... Das war relativ knapp. Und... Es ist dann nur eine. Na, ich will es nicht in Frage stellen. Ist von Vorteil für mich. Brenne! Los! Brenne! So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's.